Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man Miles Morales. Ja, in der letzten Folge haben wir Finn bzw. diese Tinkerer verfolgt, weil die ja den Newform-Reaktor hochspringen möchte. Ja, bloß das Problem ist leider, dass der Reaktor bearbeitet wurde und er wahrscheinlich ganz Harlem wegspringen wird, anstatt bloß den Plaza-Bereich. Ja, sollte diese Folge nicht so lange sein, dann werdet ihr das, was ich jetzt gerade laber, eh nicht hören, weil dann habe ich euch die letzte Folge und diese zusammengeschnitten und dann seht ihr eigentlich gleich den Kampf. Und wenn die Folge länger geht, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr das jetzt gesehen habt, dann geht die Folge länger. Auf geht's. Fight. Bosskampf. Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza! Er vernichtet Kriegers Denkmal! Oh. Wie kannst du so schnell sein? Hab Jagdwurst gegessen. Wenn die Plaza untergeht, nimmt sie alle mit! Ich will nicht kämpfen! Wir reden! Nachdem ich den Reaktor auf... Oh shit! Finn, da! Der Reaktor geht gleich hoch! Bald können wir das nicht mehr stoppen! Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen! Was mit Weglaufen zu tun? Willst du hier Menschen töten oder was? Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Rockson mit den Informationen über Newform! Geht nicht! Interessiert keinen! Warte mal, jetzt will ich probieren. Was hältst denn du von den Leuten hier? Hologramme? Wirklich? Ist nicht dein Ernst! Ah, geht noch weiter! Das wird sie nicht lange aufhalten! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen! Aua! Oh, bin ich zu weit weg. Zu langsam, Miles! Na, wirst du mal langsam sein? Hier. Ich hab dich schon besiegt! Ich hab das nochmal! Wie das anders? Diesmal nicht! Oh, hey, ein harter Kampf, das liebe ich. Oh, ich wollte euch nur kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Wow. Habt ihr eine Ahnung, wie gut ihr das sich hätte? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Roxas Plaza. Hier in Kürze, Roxas City. Okay, bis dann, Kinder. Nein, ich muss ihn aufhalten. Wow. Aber nicht so. Bringt dir auch nichts! Aua. Ich weiß, was du Rick versprochen hast, aber er würde nicht wollen! Sag deinen Namen nicht! Ja. Gut? Alter! Das machen wir ernst? Ja, na klar! Ich weiß, dass du die Schockwellen spürst! Stoppen wir das! Dieses Mal nicht! Sei still! Aua! Alter! Wie kannst du deinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht! Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern! Das mache ich doch gar nicht! Doch! Du siehst Alter, es bleibst nicht. Du mal kurz? Bist du noch nicht Krieger? Nee! Ich hab dir jede Chance gelassen! Du kannst nicht gewinnen! Warum kämpfst du weiter?
Netter Versuch! Ich muss ausweichen! Mist! Mann! Boah, geh drauf endlich, du! Hältst, Alter, die hält doch was aus, ey! Es ist vorbei, Mann! Ja, ich weiß! Mist! Ja, das will sie. Alter. Wuhui. Alter, ja, ja, ja. Will ich auch nicht. Also doch, ja. Wow, ich hab mich gerade gekratzt. Das ist gemein. Hinterhältig. Kannst doch nicht jemanden angreifen, der sich gerade... Au, alter Schwede, die Dinger können fliegen. Willst du mich verarschen? Ja, deine Energiequelle ist down, wa? Puppe. Wie bei Transformers. Viel zu viel Energie. Viel zu viel.
sie ganz weit weg. Ich halte das nicht mehr lange aus. Was? Verschwinde hier, Junge. Wir kümmern uns um die. Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht, Spider-Man. Danke. Wer ist das? Der Kerl? Unser Spider-Man. Freunde, Simon Krieger ist im Gefängnis. Aaron Davis, alias der Prowler, hat ihn und Roxxon verpfiffen. Davis wird aufsitzen, kriegt aber wohl mildernde Umstände. Wir können von den Ereignissen in Harlem alle etwas lernen. Gemeinsam sind wir stärker. Und glücklich ist das Viertel, das einen eigenen Spider-Man hat. Siehst gut aus, Haley. This is where we come from, yeah we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, one, two, forget the things you probably thought you knew. A new day is approaching, turn the gray skies into blue. I grew up on the same block, school of hard knocks. Had to get in on a hard time, took the hard shots, but we made it. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, celebrated. The victory is all mine, all mine. And everything is alright, alright. Mann, ich fasse das mit dem Anzug nicht. Echt cool. Passt zu mir. Ja, genau. Pete, wird dieser Job jemals einfacher? Teilweise ja.
Aber manche Dinge werden nie einfacher. Roxxon hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind. Ich, Rick, Finn, alle in Harlem. Es ist unser Job, sie damit nicht davonkommen zu lassen. Kommt zum Spider-Man-Alter zu. Geht's los? Geht los. Ja, Leute, und das war Marvels Miles Spider-Man, Miles Morales. Ja, mach mal die Mucke jetzt. Die Werte sind gut, Kreislaufsystem ist stabil, Hirnaktivität normal. Er war lange genug da drin. Mr. Osborne, ich verstehe Ihre Sorge. Aber seine Krankheit könnte... Kurt. Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich sein. Ich sagte, rausholen! Jetzt! Oha, na, was wurde da wohl angeteasert, hä? Osborn? Ja, Leute, aber das war jetzt wirklich Marvel's Spider-Man Miles Morales. Ja, die Geschichte ist ein bisschen kürzer als das Original, beziehungsweise das große Spiel mit Pete. Ja, ist ja auch eigentlich nur als Nebengeschichte gedacht und ja, wir haben es jetzt nochmal durchgezockt zusammen, weil wir warten alle auf Marvel's Spider-Man 2. Was ja am 20.10. rauskommen soll. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude dabei. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Und verpasst auch keine der neuen Let's Plays, die geplant sind. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr begleitet mich dann auch, wenn es dann heißt, am 20.10. Spider-Man 2. Weil das werden wir nämlich auch zusammen zocken und ich hoffe, es wird genauso Spaß machen wie dieser Teil. Ja, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Finn. Glückwunsch, du hast Hauptstory in New Game Plus abgeschlossen. Ja, Leute, das war's jetzt aber endgültig. Kann ja keine Ahnung, dass hier 2, 3, 4, 5.000 Abspann kommt. Naja, haut da rein. Ciao, ciao.